Mache ich gerne. Mein Name ist, wie gesagt, Torge Tönnesen. Ich stelle mich gerne als Chemiker vor. Das ist das, was ich ursprünglich mal gelernt habe. Später bin ich dann Geschäftsführer geworden. Und zwar Geschäftsführer der Custom Sales Itzehoe GmbH. Erst einmal, das war 2012. Da haben wir aus dem Fraunhofer-Institut ISIT ein Spin-off gegründet und uns mit Lithium-Batteriezellen beschäftigt. 2012, zu einer Zeit, wo das noch nicht so richtig en vogue war, wo die Automobilhersteller gerade alle beschlossen haben, dass Batteriezellen doch besser aus dem Ausland zukaufbar sind. Und wir haben uns Stück für Stück dann an den Markt, an diese eigentlich sehr komplexe Technologie herangearbeitet und mit der Custom Cells einen echten Know-how-Träger für das Customizen von Lithium-Batteriezellen aufgebaut. Das heißt, ihr seid in weniger als 10 Jahren oder gut 10 Jahren vom institutsnahen Start-up jetzt Venture finanziert und beschäftigt, seid jetzt dann auch in das Spannungsfeld industrielle Produktion reingelaufen. Das gibt man ja, das ist ja mit Sicherheit spannend und gibt eine ganze Menge Herausforderungen. Ja, das ist richtig. Ist bestimmt ein Spannungsfeld. Zum Glück passiert das nicht alles gleichzeitig. Deswegen Stück für Stück kann man sich auch an eine veränderte Situation, an veränderte Herausforderungen gewöhnen. Wir haben uns glücklicherweise natürlich gemausert vom institutsnahen Unternehmen, wo wir sehr viel Forschung und Entwicklungsprojekte gemacht haben. Zunächst einmal für Entwicklungsprojekte, dann später für Automobilkunden, dann auch für die Elektronikindustrie. Und später dann mehr und mehr auch für Einsetzer unserer Batteriezellen, die also wirklich die customizten Batteriezellen in ihren Geräten brauchen. Und ganz am Ende, das ist sozusagen jetzt die Industrialisierungskönigsklasse, geht es darum, eine Batteriezellfertigung für Automobilbatteriezellen aufzubauen. Das Ganze macht ihr an zwei Standorten. Das heißt, ihr habt einen so forschungsnäheren Standort in Itzehoe und den anderen, den produktionsnäheren Standort dann ein bisschen weiter im Süden, ne? Ja, es sind sogar mehr Standorte geworden auf dieser Reise seit 2012. Hat es verschiedene Opportunitäten gegeben und es baut sich eine ganze Industrie auf um die Lithium-Ionen-Batteriezelle und um die Elektrifizierung von Anwendungen. Und wir versuchen dort eine Rolle zu spielen vom Material oder den Materialkomponenten bis hin zum Batteriesystem. Und das hat dazu geführt, dass wir eben nicht nur die Custom Cells in Itzehoe als Entwicklungsstandort haben, wo State of the Art gefertigt wird, Prototypen allerdings und kleine Stückzahlen, vielleicht 1000 Batteriezellen pro Projekt, das reicht gerade mal für ein Prototypenfahrzeug, bis hin zur Serienfertigung, das wäre die Custom Cells Tübingen, wo es hauptsächlich um Aviation geht oder spezielle maritime Anwendungen. Und dann gibt es noch den Standort in Münster, wo wir mit einer kleinen Beteiligung bei der E-Light Innovations GmbH Elektrolyte, also eine maßgebliche Komponente für gute Batteriezellen, customizen. Das kann man differenziert beantworten. Also vom grundsätzlichen Markt her für Lithium-Ionen-Batteriezellen ist der Wachstumstreiber über das Volumen, über den Umsatz ganz klar Automobil. Aber da, wo die Custom Cells groß geworden ist, also Know-how getrieben, spezielle Lösungen für spezielle Anwendungen zu entwickeln und zu produzieren, da sind unsere Wachstumstreiber sozusagen eigentlich die speziellen Herausforderungen. Also alles das, was von Massenmarkt-Batteriezellenherstellern vergessen oder nicht beachtet wird. Momentan gibt es ja eine Shortage an Batteriezellproduktion und das soll noch bis 2028 anhalten, dass viel mehr Batteriezellen nachgefragt werden, als produziert werden. Und in dem Zusammenhang sind die spannenden Nischenmärkte, die dann auch nicht so preissensitiv sind, ganz besonders interessant für uns. Okay, du hast ja jetzt von einigen Herausforderungen schon gesprochen. Was sind denn die Herausforderungen im Finanzierungsumfeld? Was ist da eure Situation und was sind die Herausforderungen? Die Finanzierungsvoraussetzungen sind bei der Custom Cells wahrscheinlich die gleichen gewesen, wie sie sonst üblich im Startup-Bereich sind, mit vielleicht einer extremen Ausprägung. Wir haben 2012 begonnen mit dem Hightech-Gründerfonds und einem Industrieunternehmen, der Altana AG, sind dann mit einem strategischen Investor für diese Phase gewachsen und schlussendlich mit Primepulse und anderen Investoren, wie zum Beispiel V-Squared oder auch der Porsche Investmentgesellschaft, jetzt in dieser starken Industrialisierungsphase. Die Herausforderungen sind
Startup üblich in jeder Runde andere. Am Anfang geht es darum, den Proof of Concept zu zeigen, also die Basic-Meilensteine, die Köpfe zu präsentieren. Technologie. Technologie natürlich, ein bisschen Absicherung, Vorsprung. Und letztlich auch darum, nur wenig Geld aufzunehmen. Während es später mehr um Vertrauen ins Businessmodell geht, darum die CapEx zu verstehen und im Batteriebereich auch wirklich mit riesigen CapEx umzugehen. So eine Automobilzellfertigung für Premium-Fahrzeuge, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Cellforce, ein Joint Venture von uns, mit Porsche zusammen aufbauen. Da sind die CapEx im Bereich von 1,5 Milliarden Euro auf einmal zu suchen. Und das ist dann daneben, dass es natürlich ein großer Sprung in dieser Phase ist, auch eine gewisse Herausforderung in der aktuellen Situation. Ja, also PrimePulse und auch V-Squared am Anfang war ein wirklicher Glücksfall für die Custom Cells. Ich hatte es eben gesagt, im Batteriebereich und gerade in Deutschland und Europa, wo sich eine Batteriezellindustrie um einen riesigen Demand an Anwendungen und Batteriezellen gerade erst aufbaut, da ist es sehr nötig, nicht nur mit strategischen Investoren zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Investoren, die einem ein Netzwerk bieten können. Wenn sich eine Industrie aufbaut, dann ist es ja nicht nur die singuläre Zellherstellung, sondern auch alle Vorstufen davor bis hin zum Rohstoff und auf der anderen Seite zum Abnehmer. Also Tier 1, Tier 2 und OEM und vielleicht sogar nochmal, was danach kommt über verschiedene Nachnutzungskonzepte, Stufen. Und wo immer eine Industrie entsteht, da entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das ist etwas, wo die V-Squared professionalisiert ist, solche zu finden und wo wir uns sehr darüber freuen, dass die PrimePulse eben mit dem Automobilnetzwerk uns beispielsweise unterstützt. Die nächsten Herausforderungen liegen klar auf der Hand. Batteriezellen, die bei der Custom Cells entwickelt wurden, die sich in Prototypenfahrzeugen bewiesen haben, die vielleicht sogar auf der Rennstrecke erfolgreich waren, die jetzt in eine Serienanwendung zu bringen, hat nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Da geht es dann um Gleichmäßigkeit, höchste Qualität, um gleichzeitig niedrigste Ausschüsse. Und es ist sozusagen der Triple Win, den wir da machen müssen. Wir müssen vor einem asiatischen Wettbewerb, der immer noch sehr, sehr stark ist, müssen wir es schaffen, in Deutschland besser zu entwickeln, besser zu produzieren und das auch noch wettbewerbsfähig hier in der Region. Mit einem Materialsupply, der eigentlich noch gar nicht richtig aufgebaut ist. Bei zusätzlichen Anforderungen wie CO2-Neutralität und anderen Dingen. In einem Markt, der einen hohen Kostendruck hat, Automobil. Das ist eine große Herausforderung. Und da merken wir auch, dass wir die Custom Cells verändern müssen. Wir haben uns stark verstärkt. Wir haben zum Beispiel Herrn Dirk Abendroth, einen ehemaligen CTO von Conti, dazu gewonnen, in unserem Management mitzuarbeiten. Wir bauen das Unternehmen auch ein bisschen um und bringen es dahin, solche großen Herausforderungen mit entsprechendem Kapitalbedarf auch erfolgreich meistern zu können. Dann drücken wir die Daumen, dass das alles so klappt, wie ihr und wir uns das vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass wir noch eine Menge von euch und den Hochleistungsbatteriezellen in Fahrzeugen und in anderen Anwendungen sehen werden. Vielen Dank, Torge. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.